Herzlich willkommen. Wir gehen wieder Mastermind und gehen schön mit. Benelbank, Butcher, Antler, lecker. Weil schon. Ranger, Green Devil. Nehmen wir alles mit. Lecker Schmecker. Wir könnten 5 Worker Start gehen. Oder wir gehen für die Benelbank. Wie will ich den 5 Worker Start rechtfertigen? Ich gehe 5 Worker statt. Und er geht Graal. Ich glaube, er geht für Nexec. Hoffentlich schickt er mir jetzt einfach jetzt. Dann habe ich damit kein Problem. So, mal gucken, was da kommt, ne? Please, los, Nelerino! Wee! Gegen 10 haben wir die Ranger, Arcane Armor haben wir, Impact Damage haben wir, Pierce Damage haben wir, 45, haben Natural. Haben auch was gegen Impact mit dem naturalen Armor Werten. Und die Green Devil in Kombination mit den Rangern finde ich sehr, sehr lecker. Vor allem mit einer Banner Haven dann. Kein Snare. Ciron. Ciron geht Bone Crusher. Den lege ich auf 3. Er liegt mich auch. Es sind 2 Bone Crusher, ne? Aber einer mit Proton. Okay. Net Gargoyles. Ich glaube, Gargoyle hält keine Dragon Turtle auf 2. Und ich komme auf 2 Gargoyles. Das ist sehr gut. Die tun die Wave jetzt splitten. Auf 2 Seiten. Einmal so und so. Dann sollte sie sich eigentlich exakt in 2 teilen. Ach, er ist auch 4 Worker gegangen? Der gibt gar keinen Hydra-Start. Okay, unerwartet. Da kommt die Dragon Turtle. Das ist jetzt interessant, das wusste ich nicht. Bei mir kommt die Snail und ich schicke auf 3 eine Brute. Oder eine Fiend. Eine Fiend, die, wo der Bonkoscher drauf angreift, ist glaube ich auch Witz. Ich schicke die Fiend. Ja, wir halten das. Easy peasy. Die 3 bin ich ziemlich gut, da brauche ich nur einen dritten Gargoyle noch. Vor allem, weil ich keinen Cent bekomme, also ich gerade eben Cent bekommen habe. Wir hätten das sogar ganz, ganz knapp, ne? Aber wirklich. Mit letzter Kraft. Gehen wir jetzt hier den dritten Gargoyle. Und schaffen eventuell. Ne, mit 6 Workern schaffe ich 20 Sekunden, keine 20 Medium. Schicke ich noch die Snail mit. Hoffe, er ist jetzt ordentlich Worker gegangen. Mein Kollege da drüben, also der Gegner. Aber ich krieg nochmal 40er Cent. Ein Lizard. Das ist interessant. Jetzt müsste sich eigentlich die Wave mehr zu den Gargoyles splitten, sehr schön. Dann kann sich der Wild schon besser regenerieren. Und er hat eine Gate Guard gesetzt. Und die greift sogar die Fiend an. Und das Aqua gönnt sich auch die Fiend. Das ist ärgerlich. Das sollte nicht sein. Ja, das haben wir. Sehr schön. Jetzt gehen wir keine Worker erstmal. Weil das sonst zu knapp wird mit der Value. Ich halte jetzt schon ziemlich knapp. Ich glaube, ich halte das sogar nicht mehr. Der Lizard kommt durch, ne? Gargoyle gegen Lizard. Who will win? Na, komm. Nein! Ah, die liegen bei. Oh, das ist King Damage. Das ist ziemlich guter King Damage. Das mag ich. Wir gehen auf. Gehen wir auf 5. Ich gehe noch einen Worker. Weil ich müsste jetzt mit dem Leak Value, was. Mit dem Leak Gold, was hier ankommt, könnten wir auf 150 kommen.
Dann sind wir Overvalue. Ja, wir kommen locker auf 150. Wir kommen nicht auf 150. Das ist ärgerlich. Ja gut. Gehen wir... Die Ranger. Zwei Stück. Hier hin. Und gegen die nächste Wave brauche ich dann den Butcher. Wenn ich auf 5 schicke, schaffe ich den auch. Er hat Gate Guard, Bone Crusher, Aquas. Das heißt, er könnte rein theoretisch Fire Archer setzen, was er nicht tut. Er hat nur ein normales Aqua. Wenn er das jetzt gleich zu einem Fire Element ausbaut, hält er die 5 natürlich easy. Und die 6 hat er Impact Damage, aber der Impact Damage ist weg, sobald er Schaden. Ich schicke einen Drachen auf 6. Mein Kollege drüben, also mein Gegner ist Ziron, will aufgeben. Läuft bei ihm. Ich habe keinen Cent bekommen, ne? Ich muss die schnell schicken, sonst schaffe ich den Butcher nicht. Und er liegt. LOL. Ich habe nicht mal was geschickt. Ich hätte nicht die schnell gehen müssen. Bitte gib nicht auf. LOL. You can still win. Bruder, trusten. Du musst Vertrauen haben. Wir gehen jetzt hier den Butcher. Gute Armor-Werte, gibt den Magic, also die machen jetzt auch richtig krassen Schaden, die Gargoyles mit dem Magic Damage. Und heilen sich nochmal ziemlich krass gegen. Und der Butcher ist außerdem gut auf den nächsten beiden Waves. Mit der Natural Armor und dem Impact Damage. Der Impact Damage macht mit den meisten Schaden gegen Natural. Impact gegen Natural macht 90 und Pierce sogar nur 85. Oh, da kommt kein Cent. Und dann gehen wir jetzt den... Ist der gerade komplett Rocker gegangen? Der ist komplett Rocker gegangen. Oder hat nichts gebaut zumindest. Der liebt das. Ziemlich hart. Mate, what are you doing? 100% Leak. Will er seinen Teammate gerade davon überzeugen, dass er aufgeben soll? Ratings? Minus 19, plus 13. Ha! Also. Finde ich ja gerade schon ziemlich witzig, dass er so stark liegt, ne? Aber. Muss jetzt nicht sein. Also, er kann auch halten. Würde ich ihm nicht verurteilen, deswegen. Gehen einen Green Devil und zwei Worker. Obwohl er saved. Zweiter Wildroom. Ja. Ziemlich krass Overvalue sind wir. Aber die 7 haben wir dann komplett. Also, selbst wenn er jetzt nicht schickt, baue ich auf 7 nichts. Und wir schicken noch eine Brute mit. Bin ich mal gespannt. Hat er jetzt gebaut? Hat immer noch nicht gebaut. Der geht Worker. 140, ne, kriegen 200%. Ist aber auch gut Overvalue. Er liegt jetzt natürlich noch mehr. Sind das nochmal 100%? Das sind nochmal 100%. Ja gut. Geht er jetzt in den Worker-Slam übrig? Ja, über was? Dann gehe ich jetzt auch nochmal ordentlich Worker, weil die Wave die nächste Wave habe ich easy. Sind da jetzt nochmal 12 bis 12 Worker sind da drin. Sehr schön. Und er liegt das bis zum King durch. Die Musik ist ein bisschen laut. Und nicht schön, die ist nervig. Mach mal nächstes Lied. So. Wir wollen Magic Damage mitschicken, damit die Cerberus. Obwohl. Aquas. Pierce Damage. Lizards. Die Lizards überleben lange, weil sie hinten stehen. Die Sludges machen die Frontline weg. Und kommt mit mir noch ein Worker. Lecker. Ist da noch einer drin? Ne.
Selbst mit Snare wäre da nichts drin gewesen. So. 13 Worker, sehr schön. 13 Worker auf 7. Hab ich einmal gelegt oder hat er? Ne, er hat einmal gelegt, ne? Ja. Nee, ich habe den Lizard einmal gelegt, das waren die 6 Volt. Ich bin Schande für ihr Auge. Nicht verhandelbar. Ist immer noch, also das kann man immer noch verlieren, so ist nicht. Kommt der 40er Cent, so in Ordnung. Und er hat immer noch nur das, hat sogar jetzt Bone Roller verkauft, wahrscheinlich einen Worker mehr gehen zu können. Liegt aber nochmal 100%. Hat halt keinen Sinn, das zu machen, wenn du anfangs baust und wenig Worker hast und ein geringes Income. Ich gehe jetzt in eine Banana Bank vor dem Butcher. Weil der andere, der hier, wird auch ziemlich viele Worker haben, liegt aber, glaube ich, nochmal zum King durch. Ja. Und die Lizards machen ganze Arbeit. Pierce Damage ballert gut rein. Und wir saven jetzt mal eine Wave, weil es eh vorbei. GG. Das war jetzt ein bisschen kurz, aber na gut. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.